Ricardo, hören Sie mich? Gerade so, Rip. Sie begeben sich außer Reichweite. Ich bin mir nicht sicher, wie lange die Verbindung bestehen bleibt. Ob das hier jetzt besser ausschaut, weiß ich nicht. Erstmal eine Speicherstation finden. Ansonsten weiter schleichen. Anisidora untersuchen. Erkunden. Ja, natürlich, klar. Speicherstation. Interessiert mich nicht. Munition, Pumpgun, Flammenbrennstoff, Flammenwerferöl von mir aus, eine Schraubzwinge und einen Computer. Marlow, Hayes sagt, er hat gerade eine Art Signal entdeckt. Lebes arbeitet an der Entschlüsselung. Könnte die Nostromos sein? Willst du dir das selber ansehen? Technikerbericht 2410 21 37 Marlow. Ich musste gerade einige dringende nötige Reparaturen an den Unterlichtgeschwindigkeitstriebwerken durchführen. So laut wie die alte Kiste geknarrt hat, ist es kein Wunder, dass beim letzten Sprung nichts abgefallen ist. Fürs Erste hält jetzt alles zusammen, aber bald ist eine Generalüberholung fällig, und zwar nicht nur für die wichtigen Systeme. Wenn wir so weitermachen, schleichen wir bald der Anhalter durch den Weltraum. Die Sache wird teuer werden. Hoffentlich hatten Sie mit Ihrem Signal recht. Könnte unsere letzte Chance auf eine ordentliche Bezahlung sein. Jedenfalls musste ich den Zugangscode für die Tür zurücksetzen. Der neue Code ist 4510. Levis. Freigeben. Fehler. Audio. Annäherung an Sevastopol. Wir sind außerhalb von Sevastopol. Marlow und Foster sind zuerst aufgewacht. Sie sah schrecklich aus. Meeks und ich sind auf dem Weg zum Shuttle zur Station. Aber, naja, das fällt sicherlich unter Quarantänebruch, oder? Ja, es ist Marlows Schiff. Sie ist Marlows Frau. Die Situation geriet außer Kontrolle und Meeks hat jetzt eine blutige Nase. Also, vielleicht geben die Ärzte Entwarnung und alles kehrt zum Normalzustand zurück. Aber wenn sie Wind davon kriegen, wenn wir an Bord gehen, will ich nichts damit zu tun haben. Marlow zahlt nicht mal annähernd genug für solch einen Ärger. Das ist das gleiche Scheißsystem wie auf Sevastopol. Genauso hässlich. Ach, ey. Das macht einen Krach hier. Tür verschlossen. Was ist denn das jetzt? Ach du. Ah. Davon ist er. Hehe.
alles grün. Na schön. Ricardo, hat sie mich hören können? Die Hauptenergie der Anisidora ist wieder online. Die Türen sollten sich öffnen und hoffentlich ein bisschen Licht. Immer noch kein Zeichen von Marlow. Hey Ripley, willkommen auf der Anisidora. Marlow? Wo sind Sie, Marlow? Danke, dass Sie den Strom wieder eingeschaltet haben. Sie haben mir Arbeit erspart. Er musste nur vorübergehend offline sein. Ich musste ein paar Sachen in Ordnung bringen. Finden Sie Marlow. Logan, wir haben unsere Pechsträhne gebrochen. Wir konnten uns in den letzten Jahren gerade so den Lebensunterhalt verdienen. Und die Anisidora sieht langsam aus wie die Wracks, die wir bergen. Der Crew geht es auch nicht viel besser. Dann haben wir aber den Flugschreiber gefunden. Er gehört zu einem Schiff, der Nostromo. Weyland-Yutani-Eigentum. Das bedeutet, es gibt eine Belohnung. Marlow hatte dann aber noch eine bessere Idee. Den Pfad des Flugschreibers erschließen, um das Wrack der Nostromo zu finden. Wir hatten Glück, entdeckten ein Notsignal und folgen ihm jetzt. Das ist ein Volltreffer. Ich kann es spüren. Ich wusste, er würde mich nicht enttäuschen. Volltreffer. Sagt die blöde Kuh dazu. Volltreffer. Ja, das war ein Volltreffer. Genau ins Schwarze. Du bist ruhig. Ich werde irgendwie das Gefühl nicht los, dass wir nicht alleine sind hier. Da komm mal her. Oh, Speicherstation. Nehmen wir mal die Speicherstation. Wir haben den Strom wieder hergestellt. Und müssen noch Marlow finden. Wollen Sie vielleicht Teil meiner Mannschaft werden? Nö. Sind viele Stellen offen. Ripley, Marlow hat mich hintergangen. Er wollte mir alle Daten über die Kreatur geben, damit ich sie der Kürze verwenden kann, aber er... Taylor? Marlow, was machen Sie da? Was sich sonst keiner traut. Kommen Sie zu mir, Ripley. Ich habe etwas für Sie. Ich hab's doch gewusst, dass so ein scheiß Viech, ey. Ja, diese hässlichen Dinger. Ach, Radio. Was auch immer sich an Foster gehaftet hat, ist tot. Es lag neben ihrem Bett auf dem Boden, eingerollt wie eine Spinne. Foster sagt, ihr geht es gut, aber ich habe sie trotzdem in den Hyperschlaf geschickt. Das Ding muss irgendwas getan haben. Vielleicht kann ich den Prozess verlangsamen. Sebastopol ist die nächstgelegene Station. Ich werde sie zur Untersuchung bringen. Es könnte ein Problem mit der Quarantäne geben, aber der Nostromo-Flugschreiber öffnet uns vielleicht die Tür. Wir müssen tun, was wir tun müssen. Anisidora, hier spricht Marshall Waits auf der Sebastopol. Offiziell sollte ich Ihre Anfrage auf Andockung eigentlich verweigern. Sebastopol befindet sich derzeit im Stilllegungsprozess und ich kann die Sicherheit außerplanmäßiger Schiffe nicht garantieren. Aber... in Anbetracht des von Ihnen gefundenen Eigentums gewähre ich einer kleinen Anzahl Ihrer Besatzung das Docken über einen Kurzstreckenshuttle. Ich muss Sie daran erinnern, dass Sebastopol ein Anteil an jeglicher Belohnung für die Rückgabe des besagten Eigentums zusteht, sobald dieses auf der Station ankommt. Bitte senden Sie Antwort. Waits Ende. Oh, ein Idiot. Es geht nur ums Geld. Ja, manche Leute sind halt eben so... wir nichts machen. Geld geil. Gierig. Wenn das so ein Viech ist, ist bestimmt auch ein Alien nicht weit.
Sprengkapsel. Ich habe versucht, Foster zu retten. Ich habe sie auf Sevastopol gebracht. Habe alle Regeln gebrochen, um sie herzubringen. Das war ziemlich dumm von mir. Dumm. Sie können dieses Ding nicht besiegen, Ripley. Unmöglich. Man kann nur versuchen, ihm aus dem Weg zu gehen. Jede Spur hinter sich verwischen. Alle Anzeichen zerstören. Die Infektion vom Ausbreiten abhalten. Sicherstellen, dass die Menschheit nie wieder mit ihm in Kontakt gerät. Denn sobald es Kontakt aufgenommen hat, hat es gewonnen. Die Firma wird niemals erfahren, was hier passiert ist. Niemand wird es erfahren. Das werde ich nicht zulassen. Das hier ist ein Sarg, ein Grab, wenn das Ding hier ist. Dann können wir einpacken. Ach, Herr Jemine. Ach, es geht auch so. Ja, ja, ich habe alle Zeit der Welt. Immer mit der Ruhe. Ja. Ja, zum Glück sind hier keine Sünds, ne? Kann man sagen. Wo sich Alien rumtreibt. Wer weiß. Nimmt vielleicht einen kleinen Happen zu sich. Schiebt Marlo seinen Schwanz von hinten rein. Naja. Das macht er aber nur einmal. Da vorne geht es halt weiter. Okay. Ja, ist die Frage, soll ich ihn umlegen oder soll ich ihn am Leben lassen? Flugschreiberdaten. Also, dann zeig mal. Lieutenant Ripley. Nachgesetzter Bericht. Private Nachricht. Dies ist für meine Tochter. Hi, Amanda. Diese Nachricht ist für dich, mein Liebling. Ich hoffe, du wirst diese Nachricht eines Tages hören. Ich bin in Schwierigkeiten. Mein Schiff. Es gab einen Unfall, Liebling. Wir haben eine Kreatur gefunden. Sie war sehr gefährlich. Wir konnten sie nur stoppen, indem wir das Schiff zerstörten. Mir geht es gut. Ich sitze in einem Rettungsshuttle irgendwo in der Weite. Wir mussten die Nostromo zerstören. Was wir getan haben, wir konnten nicht riskieren, dass die Kreatur mit uns heimreist. Ich musste dich beschützen. Macht ihr keine Sorgen um mich. Wir werden uns bald wiedersehen. Ich hab dich lieb, meine Süße. Message end. In eine Atomwaffe verwandelt. Sie werden das Schiff zerstören und die Station. Ich werde jegliche Spur dieser Kreatur zerstören.
Ripley, das ist die einzige Möglichkeit. Ich kann es nicht am Leben lassen. Und ich werde es nicht der Firma überlassen, sonst geht das alles wieder von vorne los. Kein Strom. Hören Sie mir zu! Wir müssen das nicht tun! Stopp! Hören Sie auf, Marlo! Marlo, bitte! Sie haben gehört, was Ihre Mutter getan hat. Sie hat es verstanden. Wenn sie hier wäre, würde sie mir helfen. Sie würde der Firma ganz sicher nicht die Anschrift von dieser Kreatur geben. Niemand darf das hier wissen. Da sind noch Überlebende auf der Station. Marlo! Aber nicht Foster. Sie war meine Frau. Ich habe sie geliebt. Und ich habe sie getötet. Oh mein Gott. Ich glaube, ich war zu spät. Er hat es bereits in Gang gesetzt. Er hat es in Gang gesetzt. Taylor, ich werde die Überlastung aufhalten. Sie müssen mir helfen. Gehen Sie zu dem Bedienpult. Warnung. Fusionsreaktorenüberlastung im Gang. Öffnen Sie die Fusionssysteme, damit ich an Ihnen arbeiten kann. Was? Wir brauchen Strom beim Auxiliargenerator. Suchen Sie nach den Buchstaben A, U, X. Ich hab's gefunden. Aber schnell. Okay. Alles okay, Taylor. Schalten Sie jetzt das Wartungsterminal von Auto auf Manuell um. Können Sie es sehen? Ich kann es nicht finden. Es muss da sein, Taylor. Vertrauen Sie mir. Was ist es? Wartung, was? Kommen Sie nach hervorragend. Erreichen. Warnung. Könntest du vielleicht jetzt komm hier nicht. Jetzt. Waffen sind wie Werkzeuge. Für jeden Job gibt es das Passende. Die Passende.
offline. Ricardo! Ripley, die Explosion der Anisidora hat die Orbitalstabilisatoren zerstört. Demnächst fallen wir vom Himmel. Ich versuche, die Torrents zu erreichen, aber der Funk ist immer noch gesperrt. Das von Ihnen angedockte Ambulanz-Shuttle ist im Eimer. Die Torrents ist der einzige Ausweg. Der Funkspruch von Verlaine wurde gerade aktualisiert. Hallo Sevastopol, bitte um Antwort. Ein Schiff ist gerade an Ihrer Steuerbordseite explodiert und hat die Orbitalstabilisatoren zerstört. Wir können nirgendwo andocken. Sagen Sie uns bitte, was vorgefallen ist. Wir können Überlebende aufnehmen. Ich behalte diesen Kanal offen. Torrents Ende. Ah, so langsam. Ja, einmal. Hat er beim zweiten Mal geklappt? Ist eigentlich Kirche noch hier oder eigentlich müsste das sein noch? Ionenschneider. Ein Glück, dass wir das Ding haben, ha? Ich musste mich unter einem Tisch verstecken. Was wollen die? Die Torrents. Sie haben die Meldung gehört. Sie wollen sie kontaktieren. Ich glaube, sie wollen sie gewaltsam übernehmen. Können Sie das? Nein, die Funkverbindung ist immer noch tot. Aber halten Sie sich von ihnen fern. Wir sind gefährlich und verzweifelt. Auch die Arschlappen? Der so eine Schruckladung aushält. Reißt euch zusammen, okay? Wir schaffen das schon. Was heißt ihr noch? Ja. Ich war nicht schnell genug mit der Schrumpfhinde. Dem einen wollte ich eins überziehen und dem anderen, naja. Probieren wir nochmal. Ricardo! Ripley, die Explosion der Anisidora hat die Orbitalstabilisatoren zerstört. Demnächst fallen wir vom Himmel. Ich versuche, die Torrents zu erreichen, aber der Funk ist immer noch gesperrt. Das von Ihnen angedockte Ambulanz-Shuttle ist im Eimer. Die Torrents ist der einzige Ausweg. Alles ist am Arsch. Ihr habt es schon gemerkt. Der Funkspruch von Verlaine wurde gerade aktualisiert. Hallo Sevastopol, bitte um Antwort. Ein Schiff ist gerade an Ihrer Steuerbordseite explodiert und hat die Orbitalstabilisatoren zerstört. Wir können nirgendwo andocken. Sagen Sie uns bitte, was vorgefallen ist. Wir können Überlebende aufnehmen. Ich behalte diesen Kanal offen. Torrents Ende. Scharfschützgewände wäre nicht schlecht, ey. Scharfschütz. Den Gegner aus der Entfernung platt machen. Einfach so. Für alles brauchst du Munition, Flammenbrennstoff und so weiter, aber das Ding braucht keinen. Kannst du knicken. Damit kannst du schneiden, so viel du willst. Willkommen bei Seeks and Communications. Bitte melden Sie sich an der Rezeption an. Ja, natürlich. Der hat den Schrumpfhinde gehabt, ne? Oh, hier liegt noch einer. Und die Sprengkapsel und ein bisschen Schrott. Nein. Wie wär's denn mit dem Rohrpöppchen?
wenn wir schon mal da sind. Subkutane Impfpistole. Ja, ja, die werde ich auch schon finden. Keine Sorge, keine Bange. Leer. Schön. Ich weiß nicht. Ich dürfte da nicht fragen, ob hier noch ein Alien rumhängt. Ich glaube nicht. Oh, was haben wir denn da? Wir haben Gesellschaft. Der Sicherheitsdienst von Sixen ist gerade aufgetaucht. Bewaffnet. Nicht auf unserer Seite. Ich musste mich unter einem Tisch verstecken. Was wollen die? Die Torrents. Sie haben die Meldung gehört. Sie wollen sie kontaktieren. Ich glaube, sie wollen sie gewaltsam übernehmen. Können sie das? Nein, die Funkverbindung ist immer noch tot. Aber halten sie sich von ihnen fern. Die sind gefährlich und verzweifelt. Ich mach doch, glaube ich, hier Ding wieder an. Luftreinigung aktiv. Ich habe sicher eingeschaltet. Hier wird die Luft schlechter. Hier riecht nach verbranntem Plastik. Schöne Scheibe dazwischen. Ich habe gerade 5 Kugeln raus, um eine nachzuladen. Wie blöd ist das denn? Du Armleuchter, du dämlicher Bengler. Kann man nicht so blöd sein. Hey, ich bin nicht blöd, weiß, dass du hier bist. Ich kann dich sehen. Na du Fotze. Ja, ja, du mich auch. Ach, Arschloch. Ein Schuss und ich bin tot, hä? Sehr witzig. Können wir noch voll da lachen. Ricardo! Ricardo! Ripley, die Explosion der Anisidora hat die Orbitalstabilisatoren zerstört. Demnächst fallen wir vom Himmel. Ich versuche, die Torrents zu erreichen, aber der Funk ist immer noch gesperrt. Das von ihnen angedockte Ambulanz-Shuttle ist im Eimer. Die Torrents ist der einzige Ausweg. Ja, ja, finden Sie einen Weg, die Torrents zu kontaktieren. Der Funkspruch von Verlaine wurde gerade aktualisiert. Hallo, Sebastian.
Sevastopol? Bitte um Antwort. Ein Schiff ist gerade an ihrer Steuerbordseite explodiert und hat die Orbitalstabilisatoren zerstört. Wir können nirgendwo andocken. Sagen Sie uns bitte, was vorgefallen ist. Wir können Überlebende aufnehmen. Ich behalte diesen Kanal offen. Torrance Ende. Ja. Feierabend. Schicht im Schacht. Sensei. Wir machen hier Feierabend. Weil... Schlang genug gespielt. Für heute. Schrott. Brauchen wir mitnehmen. Nehmen wir beim nächsten Mal mit. Und dann werde ich die Herren hier mal davon überzeugen, dass es besser ist, sich nicht mit mir anzulegen. Naja. Das werden wir dann noch sehen. Ob es da noch ein paar Aliens auf dem Schiff gibt, weiß ich nicht. Ich glaube schon. Weil die sind ja nicht... Oder? Ne? Weiß es nicht. Also die können sie nicht alle in Luft aufgelöst haben. Also, wir sehen uns im nächsten Part. Bis dann. Ciao.